Wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Runde Geogesse. Mit dabei sind wieder der Neon. Hallo. Der Hickepito. Hallo. Und der Dauergewinner Dexter. Hallo. Diesmal etwas Leichtes, wir kennen uns alle damit aus, Red Light District. Ist übrigens wirklich als easy eingestellt, ja, muss ich mal sagen. Average Punktezahl liegt bei 17.500. Bei diesem Ding. Also, wir sind leicht unter Druck gesetzt worden. Diesmal sogar mit Push to Talk. Und wollen wir mal gucken, ob wir was reißen können. Wird auf jeden Fall spannend. Ein Retro-Café. Interessant. Hallo. So. Jetzt mal wieder anständig bleiben. Konzentriert bleiben. Rausfinden, wo wir uns befinden. Wie immer Punktzahl, Zeit 4 Minuten eingestellt, damit wir hier einigermaßen standardisierte Dinger haben. Weil ich denke, dass die folgenden Dinge auch ganz gut sind. Wir haben Rechtsverkehr. Also fällt England schon mal raus. Habt ihr schon irgendeinen Hinweis? Jetzt mal so ins Blaue rein. Ja, mein Bild lädt nicht ansonsten. Nicht so wirklich. Was hast du wieder angestellt? Keine Ahnung. Einfach die Tussen an und das Zeit ablaufen. Genau, mach das. Wo sind wir denn? Den Vorsprung. Ah. Taxi ist doch ganz gut, aber da steht nichts Näheres drauf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir gerade hingebackt sind oder so. Sicherlich wird für einen oder anderen das Taxi hier irgendeinen Hinweis geben. Das wollte ich hier sehen. Aber es ist leider nochmal normale Werbung. Ja, mein Bild lädt nicht. Oh, jetzt. Gehen wir mal hier runter. Bisschen ins Stadtkern. Wir müssen erstmal das Land rausfinden. Da könnte uns das hier ein bisschen hilfreich sein. Ja. Aber gut lesbar ist was anderes, würde ich behaupten. Haben wir hier vielleicht was? Guck mal, das ist doch gut. Dépenses, Transfusion, Tortures, Sanitär. Es ist auf jeden Fall französische Sprache. Es ist Brüssel. Oder? Das sieht nach Brüssel aus. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Wir sind in Brüssel. Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt müssen wir nur noch in das Rotlichtviertel in Brüssel finden. Oder dieses tolle Retro-Café. Also ich habe jetzt schon mal Stadt rausgefunden. Wenn ich mich nicht verlesen habe. Krass. Jetzt brauchen wir noch irgendwie einen Straßennamen, wo wir suchen können, eine Minute lang. Aber das Ach, das ist manchmal diesem Weiß, finde ich ein bisschen nervig. Weil das also ich weiß, glaube ich, vielleicht sogar schon mal das Land. Ja. Da ist nichts. Entschuldigt bitte unten rechts immer diese Verifizierungen. Aber wenn Leute streamen, ist das ärgerlich. Ich brauche einen Straßennamen. Boah, was? Irgendwie. Okay, danke, voll falsch. Irgendwie einen Straßennamen. Nochmal hier gucken. Ist hier irgendwo einer? Oh, da stand ich schon. Glaube ich. Schön, dieses Glaube ich noch hinterhergeschmissen. Ja. Gut gerettet, ne? Gerade so. So, habt ihr alle abgegeben? Alter. Ich habe abgegeben. Direkt bei 0 Sekunden gewählt. Oh, ich bin im Shop reingelatscht. Ich bin 5 Kilometer entfernt. Ich bin 1,7 Kilometer entfernt. Echt? Ich war 1000 oder so. Ich bin 89 Kilometer entfernt. Ich habe halt noch ein Auto gesehen, da stand Brüxel drunter. Echt? Ja. Ich habe mich durch so ein Spanien-Grand Prix-Schild voll verwirren lassen. So, nächste Runde. Okay, das ist Amsterdam. Okay, ich war da auch schon. Natürlich nicht. Nee, aber da bin ich auch schon lang gelaufen. Ich glaube, jeder, der in dieser Stadt war, war da schon mal. Gehört einfach mit dazu. Da gibt's eine unglaublich schöne Anekdote, die ich theoretisch erzählen könnte. Weil da war ich mit einem Freund da. Wir gehen erstmal hier Richtung Land und Stadt, um genau zu sein. Hier sind wir nämlich, hundertprozentig.
Und das hier, das alles ist nämlich das Rotlichtviertel. In der Map, ja, hier geht's lang. Da war ich mit dem Kumpel das erste Mal da. Und dann haben wir mitten in der Straßenbahn zwei deutsche Studentinnen getroffen. Haben uns wieder unterhalten, weil die über Shisha gesprochen haben. Und wir haben halt nach einer schönen Shisha-Bar gesucht, weil wir richtige Shisha-Freaks sind. Und dann haben wir halt so ein bisschen gelabert und dann so, nein, die müssen irgendwo hin. Ja, ihr habt noch ein paar Stationen Zeit. Ach, wohnt ihr hier? Nee, wir sind erst seit gestern da, aber wir waren schon viel unterwegs. Gut, ein paar Stunden später haben wir sie dann am Queen Light District, einem Restaurant, gesehen. Und dann hat dann die eine gemeint, ja, was machen Sie? Ja, die gehen jetzt shoppen, danach nochmal durch den Red Light District. Und dann meint dann ein Kumpel von mir, ach, geht ihr arbeiten, ne? Die eine hat sich totgelacht, die andere hat es nicht verstanden. Das war halt unglaublich gut. Aber ich glaube, man muss dabei gewesen sein. So, das ist natürlich jetzt hier mal abzuschauen. Hier ist die alte Kirche und um die alte Kirche rum ist hier alles Red Light District. Ja, hier ist auch das Reutig Museum, Red Light Secrets. Da sind wir. Nur jetzt die genaue Ding finden, wäre nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir hier das Moulin Rouge sogar finden. Erotik Museum, könnt mal ganz kurz mal schauen, ob wir das hier irgendwo sehen. Also ich weiß, glaube ich, jetzt, in welchem Land und in welcher Stadt es ist, aber ich weiß halt nicht genau, wie du hast. Ich weiß aber Auch echt noch schon. nicht. Verführe nicht hier unseren Jüngsten in der Runde, bitte. Ist klar. Ah, Excalibur Café. Das Macht er sich heißt, Sorgen um mich? um dich macht sich keiner Sorgen. Gut, also wir haben hier das Excalibur Café. Das ist da. Gut zu Aber ja, wissen. geil, ich war relativ nah dran. Nochmal zum Startpunkt. 91,6 Meter. Das Excalibur ist dort. Und das ist südlich. Also gehen wir Richtung Norden. Aber es ist die falsche Seite. Theoretisch. Ganz kurz. Das ist Excalibur. Wir sind nördlich vom Excalibur. Ja, gut, das ist hier. Hier etwa. Da so müssten wir sein. Ihr geht bitte wie immer durch, wenn ihr soweit seid. Ja, ich Ich habe hab abgegeben. Neon warten wir noch. Ich habe 24 Meter. abgegeben, hab ich gesagt. Du hast auch abgegeben? Ja. Dann gebe ich auch mal ab. Und wie viel hast du? 21,7 Meter. Ah, fuck, da warst du 3 Meter näher als ich. Ja, also diejenigen, Aber da stand die da schon mal eigentlich. jeder, der schon mal in Amsterdam war, war schon mal da am Red Light District. Hundertprozentig. Ja. In der Nähe vom Newmarkt, oder wo man den Mann Und ausspricht. an der alten Kirche halt. Das ist das Beste Ja. überhaupt. Wirklich alt. Das hier ist jetzt, hallo, in welchem Land sind wir denn beim nächsten Bild? Wo ist hier der Red Light District? Ich auch. Ich glaube, das Müllhalde. ist das Straßenstrich oder was? Oder ein stark konservatives Land, wo es kein Genau. Rot Das Haus sein ist rot, mehr auch nicht. Die sprechen Spanisch. Gut, dass es so wenig Länder gibt, die Spanisch sprechen. Das ist ja jetzt mal echt verarsche. Wo ist hier denn bitte Rotlichtviertel? Rotlichtdistrikt. Wow. Gut, wir versuchen hier erstmal Hinweise zu finden anhand der Plakatwände. Wie immer. Aber das ist wahrscheinlich nichts Neues. Es ist halt Spanisch, das hat ja schon der Heke gesagt. Ist jetzt aber auch Madrid Open. Also wahrscheinlich Madrid oder in der Ich hab's Nähe von gefunden und habe Madrid. auch schon abgegeben jetzt. Aber ich habe auch eine Tendenz, theoretisch, aber naja. Die Stadt halt, steht halt relativ einfach zu finden da, von daher. Ich habe auch einen Stadtnamen, aber es kann auch irritierend sein. Man wird sehen. Wir verraten ja nichts hier. Jetzt haben wir hier noch irgendwelche Hinweise? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen jetzt irgendwie Straßennamen oder so. Wir bleiben jetzt einfach bei Madrid. Irgendwie abgelegen von Madrid halt, aber da das Bild eben hätte ich gern noch gesehen, was ich da gerade hatte. Jetzt gehen wir ganz kurz hier an die Kreuzung. Versuchen mal der Kreuzung hier zu folgen. Wieder irgendwas Spannendes sehen. Hier wieder Madrid Open. Okay.
Nichts Neues. In dieser, jetzt sind wir am Startpunkt, oder? Ja. Okay, nochmal neu orientieren. Wir sind hier. Gehen jetzt Richtung Norden. Bam, bam, an die Kreuzung. Und drehen jetzt hier einmal ab, Richtung Osten. Keine Ahnung. Gehen wir mal Richtung Osten schauen, ob wir hier irgendeinen Straßennamen finden oder irgendwas ortschaftstechnisches, um das ein bisschen einzugrenzen. Nicht wirklich. Gehen wir weiter Richtung Osten. Da links stand was, aber glaube ich nicht wirklich hilfreich. Ich gehe mal straight nach Osten. Da haben wir doch was, aber es sind nur ein paar Läden, da stehen keine Straßen oder so. Ist halt Gewerbegebiet. Relativ offensichtlich, aber Ich habe abgegeben und ich bin knapp daneben. wo in Madrid Gewerbegebiet ist, weiß ich halt nicht. Da Ach stand du was, Gucke, was ist was. da? Dann habt ihr alle abgegeben. Ja. Ja. Wo ist hier ein La Cabana. Rotlichtdistrikt? Ich gehe aber mal hier relativ zentral. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Ich hätte noch ein bisschen weiter runter gehen müssen. Hier ist noch Getafe. Okay. Der aus wie Chinatown. Fahrenheit. A go-go. Da ist Chinatown doch, also. selbst ist aber kein Rotlichtdistrikt. Ich gehe jetzt aber schon davon aus, dass hier schon ein Red Light District-artiges ist. Also ich meine, da steht A Go-Go und links oben sind tanzende Damen auf der Plakatwand, also. Ja, deswegen ist es nicht Chinatown. Bin ich schon. Außerdem ist gegenüber Moulin Rouge. Wenn du fährst Eindeutig, es hier. ist Paris. Moulin Rouge ist Paris. Eindeutig. So, wir gehen mal hier die Straße entlang. Die Wahrscheinlich. Schriftzeichen gehen natürlich wieder in den asiatischen Raum, aber ich bin halt nicht Ah, das ist wirklich bestimmt wieder Paris. Batan. Wie immer, ja. Mandarin Walking Street. Also wird es Richtung China gehen, eventuell. Oder ist es nur irgendeine Anspielung? Da hängt eine Flagge. Würde ich mich jetzt mit Flaggen auskennen. 7-Eleven. Oh, Tatsache. Das, müsste, wenn es in die Region passt, eigentlich Thailand sein. Würde ich behaupten, oder? Ich würde eigentlich Richtung Thailand gehen. Rot, weiß, blau, weiß, rot. Schriftzeichenmäßig passt auch. Ich finde das halt ganz lustig, dass da urplötzlich so alles halt doch mit irgendwie Englisch ist, weißt du? Wenn aber so die einzelnen Schriftzeichen und so siehst, bist du halt auf jeden Fall ganz woanders. Das ist schon wieder, ich weiß nicht, schwierig. Aber okay. Die Stadt, denke ich. Du hast die Stadt? Ja. Könnte natürlich dann die Hauptstadt sein. Weil das jetzt nicht wirklich so abgelegen ist. Sieht relativ belebt aus, würde ich sagen. Ja, und dementsprechend würde ich, wenn überhaupt, auf die Hauptstadt Thailands tippen. Denke ich mal. Aber man weiß es halt nicht. Das ist immer diese Schwierigkeit. Wo soll man hingehen oder auch nicht? Ich gehe halt sehr stark wirklich von Thailand aus. Dann wäre es Bangkok. Und, ja, wird halt passend zu Hangover. Aber ich weiß halt nicht, wo in Bangkok jetzt genau hier das Rotlichtviertel ist. Deswegen gehe ich relativ zentral. Ist ja meistens zentral gelegen. Von daher denke ich, passt das schon. Würde ich dann so nehmen. Wie weit seid ihr anderen drei? Ich habe abgegeben. Okay. Habt ihr alle abgegeben? Was ist hier irgendwo? Also gucke ich mal einfach. Habe jetzt wieder eine Oh, Sekunde gehabt und musste irgendwo doch hin. nicht. War wohl doch ja nur ein Troll mit der Stadt. Also du hast abgegeben gerade. Also Ich die habe Flagge abgegeben ist und für bin mich falsch. eindeutig Thailand und dementsprechend gehe ich Richtung Bangkok, weil ich habe keine Ahnung, wo das sonst in Thailand sein soll. Ja, 100 Kilometer daneben. Bisschen weiter unten, krass. Naja, aber das kann man machen.
You are in the lead. Nur mal so, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe auf einem Plakat stand einfach mit Madrid Open, also das Tennisspiel von denen. Ja, ja, hatte ich auch. Aber das Ding ist davor, es hätte ja auch woanders sein können. Es musste ja nicht in Madrid sein. Naja, wo soll es denn sonst sein, wenn es Madrid Open kann, heißt? Ja gut, aber es kann ja irgendwo in einer anderen Stadt Werbung dafür machen, dass die Madrid Open gerade sind. Ich meine, die machen, glaube ich, nicht nur in London Werbung für Wimbledon. Nur, ich habe das halt auch gesehen, dachte dann auch sofort an Madrid. Aber ich bin da vielleicht auch jemand, der ein bisschen zu kompliziert denkt und dann lieber sagt, ah, es könnte aber auch sein. Jerusalem. Gut. Also ich denke mal, ich weiß es und ich glaube, ihr werdet das auch relativ schnell finden, wo man hier eigentlich ist. Ja. Zumindest stadttechnisch. Innerhalb der Stadt kann es wieder komplizierter werden. Keine Ahnung. Ist aber, finde ich, auch irgendwie so ein passender Abschluss dann. Das war Runde 4. Nein, das ist Runde 5. Bei mir wird das jetzt Runde 4 angezeigt. Ja gut, Straßending ist halt so eine Sache. Hier, wenn man das zuerst sieht, ist das sau unfair. Sau schwierig. Aber ich meine, da vorne stand Jerusalem und dementsprechend bleibe ich auch bei Jerusalem. Und ja, jetzt gucke ich nur noch nach einem Straßennamen. Victoria Street, da haben wir einen. Jetzt hoffen wir, dass Victoria Street relativ offensichtlich und leicht zu finden ist. Wäre natürlich eine ganz nette Geschichte. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas anderes. Aber okay, wir gehen auch gerade Richtung Osten. Das heißt, wir müssen im Notfall wieder Richtung Westen gehen, um dann unseren endgültigen Punkt zu markieren, wenn wir die Victoria Street sehen. Gehen wir hier mal so ein wenig lang. 72 Meter. Victoria Street. Das heißt, du hast die Straße gefunden. Ja, ich habe nur mit McDonald's angeklickt. Und gnadenlos verloren im Grunde. Muss jetzt geben, ich kenne das nicht. Ich weiß halt nicht, wie groß Jerusalem hier ist. Das ist halt auch so eine Sache. Victoria. Wo sind sie denn? Israel Museum. Könnte natürlich hier eher in diesem Bereich sein, wo halt ein bisschen mehr Straßen sind. Wir haben noch eine Minute Zeit. Die Zeit nehmen wir uns mehr oder weniger. Liegen aktuell ganz gut in Führung. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt kurz vor Schluss nochmal verspielen. Aber okay. Ja, ich bin bisher auf Platz 1. Wie viele Punkte? Ja. 23.336. Oh, ja. Okay, dann muss ich relativ gut landen jetzt. Du hast abgegeben, deinen letzten Move. Ja. Neon? 300. Gleich. 300 Meter. Entfernt. Echt? Bei mir steht der Netz da gar nicht. Ja, weil du vorher abgegeben hast. Okay. Du musst im Notfall einfach nur die Seite refreshen. Gucken wir mal. Ich gehe jetzt aber nach 90. Da. Wow. Also ich habe abgegeben jetzt. Okay. Ich habe noch. Da stand ganz groß Jerusalem. Danach bin ich weitergegangen, die Straße, und habe ich die ganz kleine australische Flagge gesehen. Ich meinte noch, wie assi das wohl für einen ist, wenn er diese kleine Flagge sieht, aber davor ganz groß Jerusalem steht. Weißt du, was ich gesehen habe? Nein. Großes Gebäude, wo drauf stand Adelaide Convention Center. Ich habe ein Falafelhaus gefunden, wo drauf stand Adelaide. Ich habe da ein ganz groß Jerusalem stehen gehabt. Wow. Also ich habe ein Schild gefunden, wo drauf stand Parteipolice. Und da habe ich dann nach einer Stadt namens Partei gesucht. Wo hat denn Krieger hingetippt? Ja, Kacke, Jerusalem. Jerusalem. Ach du Kacke, wo ist denn ach. Wenn ich ganz klar Jerusalem lese, bleibe ich bei Jerusalem. Eieiei, war's denn da weg? Ja, weit genug. 13.000 Kilometer. Wenn ich Australien getippt hätte, hätte ich gewonnen. Das ist ärgerlich.
Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß, habt beim nächsten Mal dabei. Bis dahin noch einen schönen Abend und tschö, Leute. Tschüss. Ciao. Tschüss.